Oh, das sieht so geil aus. Auch mit den Vögelchen da draußen. Ups. Mein guter Herr, da hinten hat irgendein Banause alles unordentlich gemacht. Vielleicht sollten Sie sich darum mal kümmern. Ich werde derweil die anderen Räume überprüfen, ob da die Banausen ebenfalls ganz viel Scheiße gemacht haben. Gott, ich werde Ihnen berichten. Bis dahin. Ich begrüße euch mal wieder herzlich zu einer neuen Ausgabe Blind durchgezockt. Ihr erkennt mich natürlich wieder, ich bin's, euer B-Dude. Und heute habe ich ein neues Spiel im Gepäck. Und da es momentan noch kein anderer Let's Played, dachte ich mir, ich muss das auch mal tun. Boah, war das komplett falsch. Aber ist scheißegal, denn es war eh ein ganz lustiger Gag. Und ich finde, der Gag ist sogar noch viel besser. Und zwar, es geht um The Order 1886, das ist übrigens ab 6 das Spiel. Das rote Logo ist nur das Special Edition Logo unten in der Ecke. Mohaha. Ja, warum Let's Play ich das Ding? Keine Ahnung. Ich wollte es mir unbedingt mal angucken. Bin auch relativ spät dran, da ich dafür nicht unbedingt viel Geld ausgeben wollte und für einen relativ schmalen Taler im Endeffekt nichts bekommen habe. Und dadurch gehe ich jetzt mal ganz unvoreingenommen an das Spiel ran. Ich habe natürlich mir schon ein bisschen was im Vorfeld drüber durchgelesen. Und es wird ja ziemlich zerrissen, von vorne bis hinten, aus allen Ecken und Enden. Mal gucken, was ich dazu sage. Worauf ich mich auf jeden Fall schon einstelle, sind viele Zwischensequenzen, wenig Gameplay. Ich erwarte schon eine etwas coole Story und eine wuchtige Hammergrafik. Ich glaube, wenn man mit diesen Erwartungen an das Spiel rangeht, kann es eigentlich nur ganz cool werden. Hoffe ich zumindest. Werden wir am Ende sehen. Es gibt dann natürlich auch wieder, wenn wir hiermit durch sind, ein kleines Review-Fazit von mir. Und ich habe schon wieder viel zu viel erzählt. Wir springen in das Spiel. Und da seht ihr schon den wunderbaren Titelscreen. Und während ich so schönes Zeug erzählt habe, irgendwie ist das alles scheiße hier mit meiner Apparatur. Ja, egal. Während ich so schön viel Blödsinn erzählt habe, habt ihr schon im Hintergrund diese wunderbare, melancholische, düstere Musik gehört, die mir wirklich schon sehr gut gefällt. So, genug gelabert, wir starten mal. Natürlich gucken wir uns als allererstes die Extras an. Oder auch nicht, viel gibt es da ja nicht. So, Schwierigkeitsgrad, Zielhilfe ein, Untertitel, ne. Wir spielen natürlich auf schwer. Da ich schon gehört habe, das soll nicht sonderlich hart sein, das Spiel. Ja, ja, bla bla. Was haben wir hier noch? Gamma. Ja, das wird schon alles so irgendwie passen. Audio. Gut. So. Ich bin richtig heiß auf das Spiel. Also ich will es jetzt unbedingt mal zocken. Und wir starten. Speichervorgang läuft. Eine neue Speicherdatei müssen wir erstellen. Dann machen wir das doch. Klick. Speichert. Noch nichts passiert und er speichert. So ein Bastard. So, ich bin gespannt. Ich will jetzt wissen, wie es beginnt. Lass dir atmen. Keine Ahnung. Ich hole dir nicht raus und schon nach. Na, das ist wieder etwas klappt. Was hat er hier überhaupt gemacht? Ist doch egal. Immer besser nicht so viele Fragen. Es rumbelt. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ich habe gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm, komm schon. Hoch mit dir. Yeah.
So. Süße Träume, Mann. Okay. Zeit für Ihr Morgenbad, Milo. Wenn der so weitermacht, hält er nicht mehr lange durch. Na los jetzt. Nur noch ein paar Schritte. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Bist du schon so weit? Oh, komm, Zeit. Steck ihn wieder rein. Und keiner sein ganzen Tag. Hast du kleiner Scheiß? Wir sind so gut. So, und jetzt startet's. Wow, und das sieht wirklich wahnsinnig fett aus. Ich habe mir auch im Vorfeld zum Spiel so gut wie gar nichts angeguckt, nur so ein paar Trailer. Wie wahrscheinlich jeder Spieler. Nee, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Trailer hatte ich mir angeguckt und das war's. Danach war eigentlich klar, dass ich das haben muss. Habe mich dann nur noch ein bisschen durch diesen ganzen Shitstorm der letzten Zeit ein wenig vom Kauf abhalten lassen und der Tatsache, dass das Ding einfach mal fucking 70 Euro kostet. Aber wie gesagt, ich habe es sehr günstig erstanden für nichts. Oh. Bin echt gespannt. Also der Auftakt war ja schon mal echt mies. Und das sieht so verdammt fett aus, ohne Scheiß. Wow. Beeilen. In manchen Spielen heißt es Sprinten, hier heißt es Beeilen. Finde ich gut. Dann beeilen wir uns mal. So völlig kaputt. Oh. Beeilen wir uns mal hier hin. Hallo? Ist da jemand drinne? Oder draußen? Wie auch immer. Ah, L2 können wir ranzoomen. Und hier? Ist hier jemand drinne? Hallo? Nö, dann nicht. Hallo?
Boots. Natürlich ist erstmal die große Frage, was zur Hölle mit uns hier passiert ist und was wir hier überhaupt suchen. Ich dachte eigentlich, wir sind irgend so ein cooler Rächer. Aber es kann ja auch sein, dass wir gerade bei einem Bösen gefangen genommen wurden. Aber wir werden das wahrscheinlich herausfinden. Oh. Ist auf jeden Fall sichtlich geschwächt. Schön, wie man da hinten auch schon einen großen Hinweis bekommt. Oh, guten Tag. Hängen Sie hier rum? Ist das Ihre Zelle? Lebt er noch? Geil, das wackelt, wenn wir dagegen laufen. Ist das geil. Oh, Hammer. So, ja, sonst gibt's ja hier nichts. Außer einer Knarre natürlich. Sehr gut. Untersuchen. Mit L kannst du über das Objekt sehen. Cool. Das ist ja geil. Gucken wir uns das mal ganz genau an. Hm, alles klar. Jetzt Lauf, Trommelfell. Das Trommelfell? Oh Mann. Dude, laber doch nicht so einen Scheiß. Guck lieber, ob Munition drin ist. Ich und mein Glück. Ja, aber wir könnten bluffen. Da liegt doch eine Kugel. Da liegen doch Kugeln. Warum nimmst du die nicht mit? Das sind vielleicht verschossene. Ja, gehen wir mal jetzt nicht von einer dicken Logiklücke aus, sondern tun einfach mal so, als wären das verschossene. So, wo geht's jetzt bloß lang? Hm, ich habe keine Ahnung. Hm, na, probieren wir mal hier, wo dieses große Symbol ist. So gut. Bewege nach vorne und drücke X zum Hochklettern. Dann machen wir das doch. Los, komm, mein Freund, du schaffst es. Das ist echt geil, wie die hier für jeden Scheiß wirklich eine Animation machen. Müsst ihr wirklich mal drauf achten. Ich habe auch einen Test gelesen, wenn man eine Tür öffnet, switcht das um in eine Zwischensequenz, nur damit die zeigen können, dass die Grafik genauso geil ist wie in der Zwischensequenz. Oh oh. Wer ist da? Halte zum Überqueren L nach links und drücke Kreis, um dich zu einer anderen Deckung zu bewegen. Okay, dann machen wir das doch. Mein Gott, den hat es ja echt ganz schön erwischt. Wie lange ist er denn da unten gefoltert worden? Wow. Er kommt ja gar nicht mehr klar. Scheiße, Junge. Wenn du mit der Waffe zielst, kannst du weitergehen. Okay. Kein Wort. Rein! Zumachen! Lass uns doch erstmal rein. Das bist du, oder nicht? Von dem alle sprechen. Hier führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund.
die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul. Schon gut. Schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Bewegung. Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Dieser Bastard! Oh, Leute, oh! Knöpfchen drücken! Hallo, ich hab's so geschafft? Was ist das? Kannst du die Situation schnell einschätzen, drücke, in Aktion zu treten. Achso. Immer mehr zudrücken. Oh, oder das Genick brechen. Gut. Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Wie krass ist denn der Typ drauf, ey? Der bekämpft der einen Typen halb tot? Kann noch flüchten, sich da durchkämpeln. Der hat's auf jeden Fall drauf. Oben auf dem Dach! Ich will die Hände sehen! Das Spiel ist vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf! Sofort die Hände hoch! Die Hände hoch! Hände hoch! Gray! Tu das nicht! Ich sagte aufgeben! Hände an den Kopf! Sie haben den Orden betrogen! Niemand entzieht sich der Strafe! Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Geil. Guter Einstieg, gefällt mir sehr schön. Auch wenn ich gefühlt 2 Minuten Gameplay hatte. Aber mir macht das nichts aus. Ich finde das geil. Ich zock auch mal gerne ein Spiel, was sich wie ein Film anschaut. Galahad, melden! Bestätigt, Galahad, hier ist der Taler. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Cromner Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am Verein des Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Boah, Alter, das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Fuck you. Identifiziere das vereinte Indienhaus. Das ist bestimmt das dort. Halte L2 gedrückt und benutze R, um dir Details anzusehen und entfernte Objekte zu erkennen. Flaggen! Yay! Wer mag Flaggen nicht? Na, muss ich ja erstmal hier ein bisschen umgucken. Aber das meint er wahrscheinlich. Genau. Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcons sollte helfen. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber es sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Ja, da hat Ende.
So, jetzt können wir endlich mal ein bisschen zocken. Yeah! Und selbst die Schatten, guckt euch das mal an. Keine Pixel, keine Treppchenbildung. Wow. Das habe ich auf Konsolen auf jeden Fall noch nie gesehen. Sehr geil. So, wie ging denn das jetzt hier? Okay, da können wir auf jeden Fall nichts weiter machen. Aber ein bisschen die Umgebung können wir uns ja hier angucken. Wow, ey, Alter, das sieht echt gut aus. Wirklich nochmal ein anderes Kaliber, wenn man das selber spielt, als das in ein paar Videos zu sehen. Außer natürlich, wenn ihr das auf dem BeADude-Kanal schaut, dann ist das natürlich genauso awesome, wie wenn man das selber spielt. Was gibt's hier drinne? Und vielleicht können wir einen Nippel erhaschen. Hm? Nö, schade. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Und jetzt kommt bestimmt wieder eine Zwischensequenz. Nein! Ein Schaukelpferd. Oh, schön. Haben wir irgend sowas wie eine Taschenlampe oder so? Nee, ha? Nö. Oh, und auch die Latten hier unten, also jetzt, ja, die Latten auf dem Boden, nicht die von unserem Hauptcharakter. Ja, die ganzen kleinen Kuhlen und Riffeln da drin und die Reflexion, geil. Oh, eine Puppe. Hallo. Können Sie mir sagen, wo es hier lang geht? Wir sollen hier irgendwas machen. Uns wurde noch nicht so richtig verraten, was, aber vielleicht kannst du uns das sagen. Sie, Entschuldigung. Nein? Nein? Gut, dann gehe ich einfach weiter. Sie vielleicht, haben Sie eine Ahnung, wo wir hier lang müssen? Ah, okay, Sie sagen, wir müssen die Treppe runter. Alles klar. Vielen Dank, liebe Puppentorso. Ich sehe Sie dann morgen wieder. Du, 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 du. Und da hinten steht jemand. Tritt dich mit Igraine. Triff dich mit Igraine. Halte R3 gedrückt, um eine aktuelle Direktive anzusehen. Aha. Okay, es ist wirklich relativ eingeschränkt von der Bewegungsfreiheit. Also es zieht mich wirklich wie an so einem Faden hier von einem Event zum nächsten. Oh! Und man sieht nicht... Hä? Wir sehen uns nicht im Spiegel. Na, das ist natürlich ziemlich geil, der Bug. Was soll das denn? Extra einen dicken, fetten Patch vorhin runtergeladen und dann gibt's noch sowas. Na toll, so ein verdammter Scheiß. Gleich mal was Dickes entdeckt hier zum Start. So, ich gucke mich natürlich hier immer ganz genau um. Nicht, dass man hier doch noch irgendwas verpasst, weil Sammelobjekte gibt es eventuell auch. Aber nicht hier. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Kann noch was machen? Nö. Guten Tag. Ist auf jeden Fall sehr gemütlich hier drinne. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Es gibt hier eine Zeitung. Gucken wir uns mal an. Mysteries, Diplomats in... Ach so, okay. Na gut, dann müssen wir vielleicht doch was machen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Mal gucken, ob das geht. Spiel hier. Ja. Mysteriöses Verschwinden im Whitechapel. Schön, dass der anscheinend auch nur die Titelanzeigen lesen kann und nicht den Rest. Gut, dann lassen wir jetzt die Untertitel an. Achso, das ist gar nicht... Ich dachte, das wäre der Typ, mit dem wir hier reden müssen. Alles klar. Was macht denn der dort? Der schrubbelt an der Latte rum. Ich hab's halt ganz schön mit Latten. Naja, aber es ist ja auch vollkommen voll, das Spiel hier mit Latten und Holz und Stöcken. Hübsch. Ja, ist aber wirklich ein bisschen sehr wenig anspruchsvoll. Also hier ist ja wirklich jeder Mist hier markiert. So, was gibt's hier Schönes? Ein Foto. Mit L kannst du über das Objekt sehen.
Oh, schön. Sind wir da drauf, ganz rechts? Na okay, wenn man sich mal so überlegt, sehen die ganzen Typen hier alle gleich aus. Guckt euch das mal an. Sind vielleicht auch Brüder. Okay, Dreieck umdrehen. Family. Hast tatsächlich eine Familie. Oh, ich kann diese Altschrift nicht lesen. Windham Family. Guten Tag, Sir. Hier sehen wir uns auch nicht. Oh Mann. Alles klar, sehr gut. Guten Tag. Sie machen hier sauber. Ich hoffe, Ihnen macht es nichts aus, wenn ich mit meinen dreckigen Schuhen hier auf dem Boden rumtänzel. Aber sie putzen das ja eh sofort wieder weg. Von daher kann ich ja auch hier weiter rumlaufen. Oh, das sieht so geil aus. Auch mit den Vögelchen da draußen. Ups. Mein guter Herr, da hinten hat irgendein Banause alles unordentlich gemacht. Vielleicht sollten Sie sich darum mal kümmern. Ich werde derweil die anderen Räume überprüfen, ob da die Banausen ebenfalls ganz viel Scheiße gemacht haben. Gott, ich werde Ihnen berichten. Bis dahin. Hat man das? Ja, das hat man. Verflucht! Achso, der repariert hier einen Fahrstuhl. Hier gab es irgendwas zum Einsammeln. Phonographzylinder. Wachszylinder enthalten eine aufgezeichnete Audionachricht. Drücke Options und wähle Archiv, um dir diese Aufzeichnung anzuhören. Archiv. König Arthur und die Ritter der Schwafelrunde. Es geschah in den Tagen des Uther Pendragon, als er König von ganz England war und allda regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Und dieser Herzog hieß der Herzog von Tintagel. Eines Tages also entbot König Uther diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen, denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau und ihr Name war Igraine. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großen Herren beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr, und er fiel in Liebe zu ihr, und er nahm sie beide über die Maßen freundlich auf und begehrte, bei ihr zu liegen. Aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zu dem Herzog, ihrem Gemahl, und sagte, mich dünkt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir wollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten. Von Sir Thomas Malory, König Arthur und die Ritter der Tafelrunde um 1470. So, da habe ich schon einen Kritikpunkt, also das Schlauchige und so, das nervt mich jetzt nicht. Aber ein was kann ich schon mal hier bemängeln, die Audio-Logs, das ist doof. Gefällt mir nicht, dass er die nicht gleich abspielt. Warum spielt er die nicht im Spiel ab? Warum muss ich dazu ins Menü gehen und darf nicht weiterspielen? Aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier bestimmt gleich wieder eine Zwischensequenz kommt und deswegen ich das mir im Menü angucken muss, wenn ich das möchte. Ich werde das aber auch hier weiter betreiben. Ihr sollt ja schon alles vom Spiel mitkriegen, ne? So, hier gibt's wieder nichts. Dann gehen wir durch die einzige offene Tür. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. So, das sieht zwar hier nicht aus wie die Straße. Oh, das ist so geil. Wow. Sogar die Klappe oben hat's physikalisch korrekt runtergeschleudert. Heftig. Ja, es ist halt ein Grafikhurenspiel. Ich bin eigentlich nicht so eine Grafikhure, aber sowas sollte man sich nicht entgehen lassen. Und ich mag gut inszenierte Spiele und Filme mag ich außerdem. Von daher muss ich hier auf jeden Fall mal reingucken. Und außerdem ist es so ein Exklusivtitel auch noch für die PlayStation. Da es sowieso nichts Cooles momentan für die Next-Gen-Konsolen gibt, kann man sich das ja mal angucken. So, gut, gehen wir weiter. Überqueren. Bewege Stick nach vorne und drücke X, um herüber zu springen. Oh, jetzt kommt Interaktion vom Feinsten. Das war's wieder. Wieder gleich eine Zwischensequenz.
Aber dadurch sind halt dann eben auch die Bewegungsabläufe so schön geschmeidig, wenn die das extra in so einer Sequenz verpacken. So, da gehen wir mal hier runter. Da haben wir eine Leiter. Die werden wir mal benutzen. Dann müssen wir nicht mal runterklettern an der Leiter. Wir müssen nur den Knopf drücken. Geil. Fallen lassen. Drücke Kreis, um dich nach unten fallen zu lassen. Galahad, Igraine. Was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... Nun, ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Constables. Okay, also so richtig weiß ich noch nicht, was uns das, oder was mir das Spiel, nee, wir bleiben bei uns hier sagen möchte. Aber es ist bestimmt auch Absicht. Huch. Was steht da? Charles Dickens. A Tale of Two Cities, The Golden Thread. The Party Trio presents the Luminous City, a marvelous party. The Ring of the Nibelung. Daumen davor, Rhein Gold by Richard Wagner. Ist hier irgendwas hinten drauf? Nö, aber warum geht das jetzt mit den Untertiteln nicht mehr? Ach, ich verstehe es auch nicht. Ist mir auch scheißegal, wir wollen ja hier mal was vom Spiel sehen. Und nicht, wie ich hier verzweifle, an Sinnlosigkeiten. Das wird wahrscheinlich eh noch kommen. Gibt's Chocolate Bonbons, lecker. Das sind die besten. So, ne. Er weiß anscheinend wirklich straight, wo er hin muss. Und will auch keine Umwege einschlagen. Oh, die Reflexion. So geil. So eine Grafik muss mal Standard werden hier. Stellt euch mal ein Dark Souls mit so einer Grafik vor. Geiles Ding. Guten Tag. Ja, gut. Interaktion ist auch passé. Ja, da hätte man ja jetzt schon mal einen kleinen Dialog hier einführen können. This morning, black pudding beer. Was? Schwarzes pudding beer. Aha. So, hast du uns was zu erzählen? Was macht denn der dort? Der spannt doch ganz eindeutig. Aber da sind doch gar keine Frauen. Ist vielleicht ein verrückter Spanner. Naja. Gut, lassen wir den mal in Ruhe weiter spannen und kümmern uns mal hier um unser Objective. Das war, triff dich mit Igraine. Nee, Igraine. Entschuldigung. So, hier spiegelt sich schon wieder was, aber wir nicht. Ach Mensch, Sony. Oh, Fleisch. Yum, yum, yum. Oh, der atmet schwer. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Zum Beispiel mit einem Genickzwirbler? Nein? Dann eben nicht. Ja, kann man nicht mal rennen, ey. Okay, das ist alles noch so ein bisschen Einführung und Prolog. Wahrscheinlich auch so ein bisschen die Atmosphäre genießen, die ich hier gerade mit meinem Gelaber vollkommen vernichte. Sie müssen gleichmäßig atmen. Ja, sehr gut. Schon viel besser. Sehr gut, machen Sie das. Warum geht das mit den Untertiteln nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Oh, was haben wir denn da Schönes? To my... Ich kann es nicht lesen, aber es sieht schon wieder verdammt fett aus. Wow. Schön. Oh, ist das ein toller Flachmann. Ganz toll. Leg man mal wieder zurück. Ist ja auch geil, dass er hier Objekte nicht mitnimmt, sondern sich nur kurz anguckt. Hat auch mal was. Äpfel, Birnen. Da oben gibt's lilanen Matsch und Salat.
Guten Tag, möchten Sie mir irgendwas verkaufen? Nein, dann nicht. Wenn die keinen Umsatz generieren wollen. Oh. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren, und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy, würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Egwene, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. So, das war's mit dem ersten Part, die Order 1886. Mir gefällt's bis jetzt wirklich gut, auch wenn ich so gut wie gar nichts gespielt habe. Ich habe damit aber jetzt erstmal kein Problem. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde mal jetzt gleich noch einen Part für euch aufzeichnen. Den seht ihr dann natürlich die Tage auf dem wunderbaren BeaDude-Kanal. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Mich würde mal interessieren, was ihr von dem Spiel so haltet. Habt ihr es schon gespielt? Seid ihr so die Leute, die halt auch mal Bock auf die Story haben, die halt auch ein Metal Gear zum Beispiel geil fanden, wo eine Endsequenz mal 1,5 bis 2 Stunden dauert und sich das trotzdem geben? Oder wollt ihr halt wirklich, wenn ihr schon das Geld dafür ausgibt, eine richtig geile Gameplay-Erfahrung von vorne bis hinten haben. Würde mich interessieren, könnt ihr ja mal unten reinschreiben und ein bisschen diskutieren. Guti, ja, wenn es euch sonst noch gefallen hat, ein Daumen nach oben ist auch immer sehr gerne gesehen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt von The Order, was ja ein sehr storylastiges Spiel sein wird, dann klickt, jetzt muss ich kurz gucken, hier, da, piep, 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 da oben den Abo-Knopf, dann seid ihr immer up to date. Alles klar, ich bin's, der BeaDude. Ich sage auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.